Politik, Leute. Unser aller Lieblingsthema. Politik. Ja, siehst du die Klicks, Rick? Oh, kannst du sie spüren unter dem Video? Oh, hier werden so viele Leute raufgucken. Warum machen wir dieses Video? Das habe ich dich auch schon gefragt. Ja, vor allem, während du krank bist. Warum überhaupt? Wegen der Wichtigkeit. Die CDU hat's übertrieben. Erstmal werden die ganzen Kritiker von Artikel 13 als Bots abgestempelt und jetzt kamen sie auf die schlaue Idee, zu versuchen, die Abstimmung vorzuverlegen, damit die Proteste am 23.03. umgangen werden können. Ja. Und das ist selbst für Leute, die für Artikel 13 sind, unverständlich, weil wir haben da so etwas in diesem Land, das nennt man Demokratie und Demonstration ist ein Bestandteil der Demokratie. Das heißt, kommt, bei beiden kommt Demo drin vor. Ja. Und es ist schon ein bisschen dreist, so da ne, einfach so die Kritiker umgehen zu wollen, weil, ja. Jeder mit einem Twitter-Account hat getweetet, was CDU für ein Saftladen ist. Ja, und bei Leuten unter 30 machen sie sich gerade nicht sehr beliebt und deswegen sind wir einfach ein bisschen pisst. Normalerweise wollen wir jetzt uns nicht direkt zu Parteien äußern, weil wir sprechen lieber Themen und dann könnt ihr euch selber halt so eine Meinung bilden, weil ihr seid ja schlaue Köpfe. Wir wollen euch nicht vorgeben, was ihr denken sollt. Aber irgendwie... Irgendwie machen wir das mal. Weil, ich meine, selbst wenn ihr für die CDU seid, wenn ihr jetzt sagt, das ist eigentlich meine Lieblingspartei, ist es ja, kann man ja trotzdem unzufrieden sein mit der Partei, die eigentlich dafür da ist, meine Meinung zu vertreten. Mhm. Das tun sie ja auch nicht so. Es ist ja, ja, da sind ja viele Leute unzufrieden, die dann vielleicht trotzdem die wählen, aber eigentlich irgendwie denken, naja, f***t euch. Rick, was hat die CDU denn alles so angestellt in letzter Zeit? Fangen wir an mit AKK, die sich dachte, ich mach mal ein paar Witze auf diese Narrenrede. Wir kennen uns als Berliner jetzt nicht so wirklich mit diesem Karneval aus. Karneval, was ist, du meinst Fasching? Ja, ja, da verkleidet man sich, also eigentlich betrinkt man sich ja nur. Aber der eigentliche Idee ist... dass sich Minderheiten und vor allem der Unterstand sich über die da oben lustig machen kann. Dass die mal so einen Freischein haben, einfach mal so richtig gemein sich über alle lustig zu machen. Und die AKK dachte sich so, hey, ich mach mich mal über Intersexuelle lustig. Also Menschen, die das dritte Geschlecht angehören, sind ihrer Meinung wohl einfach nur Männer, die nicht wissen, ob sie im Stehen oder Sitzen pinkeln können oder dürfen oder was auch immer. Und das kam überhaupt nicht gut an. Es hätte ein lustiger Witz sein können, wenn der bei South Park gewesen wäre, wie es manche Leute angemerkt haben. Die Julia Klöckner hatte dann getweetet von wegen, man macht sich über Männer lustig, man macht sich über Frauen lustig, warum nicht über Intersexuelle? So, ja, man darf sich über alle lustig machen. Ist jetzt nicht so, als wären die, als hätten die so einen No-Joke-Schein. Nee, aber... Es ist die Aufgabe der Hochleistungsberufskomiker wie wir, Witze zu machen über alles. Wir dürfen das, ja? Ich meine, das ist wahrscheinlich die Kanzlerkandidatin nach Merkel, diese Frau. Und allgemein weiß ich, ob Politiker überhaupt Witze machen sollten, weil es schien so, als wären die auch da nicht so besonders gut drin. Aber kommen wir nun direkt zu unserer lieben Ursula von der Leyen. Rick, was hat Ursula von der Leyen gemacht, ha? Ja, das ist ja unsere ehemalige Familienministerin, die dann unsere Verteidigungsministerin wurde. Genau, sie hat alle unsere Kinder genommen und hat sie in den... Wehrdienst geschoben. Genau. Keine Ahnung, wie dieser Wechsel zustande kam. Aber sie ist momentan ein bisschen verrufen, weil sie wohl einen Hang hat zu Beratern. Ja, da wurden halt Leute, haben irgendwie 200.000 Euro bekommen dafür, dass sie 6 Monate lang beraten. Und das Ding ist, die hat 1.000 Berater für die Bundeswehr. Und was kriegt die Bundeswehr hin? Nichts. Das ist ja schon seit Jahren bekannt, dass die Bundeswehr in einem absolut grauenvollen Zustand ist. Nichts fliegt, nichts fährt, alle sind unterernährt. Das hat er erfunden gerade. Irgendwie so ein von 10 Panzern ist überhaupt einsatzbereit. Nämlich alle unterernährt. Da darf man gar nicht drüber schreiben, sonst kommt ja noch irgendwie auf die Idee, so hey, dann marschieren wir mal bei Deutschland an. Die können sich ja gar nicht wehren und es stimmt. So, ich meine, wir sind jetzt nicht die Leute, die sagen, Bundeswehr, wir brauchen eine starke Armee. So, aber ich meine, wenn wir schon viel Geld in die Bundeswehr zahlen, dann kann die auch wenigstens einsatzbereit sein. Ne? Ja, irgendwie... Ich merke dann doch, vielleicht kriege ich doch Fieber. Ja, warum sitze ich eigentlich neben dir? Ich brauche du brauchst einen Atemschutz. Und dann gibt es ja noch die Gorch-Fock, das Segelausbildungsschiff der Bundeswehr, was einfach jetzt für 130 Millionen restauriert wird. Und wo mittlerweile die Leute sagen, so, warum restaurieren wir eigentlich ein Schiff für so viel Geld, wenn wir für das Geld einfach ein neues Segelschiff bauen können? Ja. Vor allem, ist es wirklich ein Segelschiff? Kannst du mir ein Bild zeigen? Ja, yeah, das ist ein Segelschiff. Fuck, wie kann das denn 130 Millionen verschlingen? Ja, eigentlich, ich glaube, ursprünglich sollte es irgendwie 5 Millionen kosten.
oder sowas. Und ich habe auch irgendwas gehört, das ist jetzt ohne Belegquelle, also das habe ich, glaube ich, bei der Heute-Show aufgeschnappt, dass irgendwie das Geld jetzt in der Mongolei gelandet ist irgendwie und dass die Firma, die das machen sollte, jetzt, ich wollte gerade Kastration angewählt hat. Nein, wer heißt das nochmal? Kapitulation. Kapitulation? Nein, wenn man kein Geld mehr hat. Ach so, Konkurs? Nein. Doch, Konkurs. Wirklich? Bleiben wir bei Kastration. Die haben Kastration angemeldet. Auf jeden Fall, die sind nicht mehr zahlungsfähig. Ich meine, ist auch lustig. Die kriegen Millionen, um ein Schiff zu reparieren, reparieren das Schiff nicht und sind trotzdem nicht zahlungsfähig. Okay, egal. Da lief auf jeden Fall was schief. Und das nicht seit gestern. Next, CDU. Hoppla. And Angela Karliczek. Genau. Sie möchte eine neue Langzeitstudie haben, weil sie in Frage stellt, dass es so gut für Kinder ist, wenn homosexuelle Kinder großziehen. Das Ding ist, ich meine, sie hat natürlich die Erlaubnis, eine andere Meinung zu haben zu gewissen Themen. Ja. Aber es gibt Langzeitstudien, es gibt mehrere Studien und die sagen, das ist voll cool. Außer, dass andere Kinder die irgendwie mobben. Das ist so nach dem Motto, ja, ich hätte gerne noch eine Studie, weil diese Studie, die unterstützt nicht meine Meinung. Ich hätte gerne eine, die meine unterstützt. Also warten wir noch ein bisschen, bis sowas kommt. Und das ist halt so das Ding. So, sollen wir jetzt so viele Studien machen, bis irgendwann irgendeiner so gut gefälscht wurde, dass dann das rauskommt, was sie haben will? Und was auch total klasse ist, sie hatte die Aussage gemacht, man braucht ja nicht 5G an jeder Milchkanne. Es ist natürlich so, momentan braucht nicht jede Milchkanne 5G, weil niemand seine Milchkanne so sehr upgradet, weil es ja gar keinen Sinn macht, weil die Milchkanne kein 5G hat. Warte, bis es Smart-Milchkannen gibt. Ja, aber das ist ja kommt. So, ich meine, auch in der Landwirtschaft brauchst du geiles Internet. Ist ja jetzt nicht so, als würden die da alle noch wie bei Minecraft rumlaufen und mit dem Holzding da. Weißt du, vor allem, wenn wir da. Das ist auch alles automatisiert. Hast du Farming Simulator gespielt? Die werden teilweise ferngesteuert. Ich meine, früher haben 40% der Menschen in der Agrarkultur oder Agrarwirtschaft gearbeitet. Heutzutage sind es 3%, glaube ich, oder ja, so. Ja, es ist eine sehr, sehr entwickelte Wissenschaft-Shit-Stuff so. Da wird so viel automatisiert tatsächlich. Da ist halt voll die Digitalisierung am Start. Und wenn wir irgendwo nicht anfangen auszubauen, kann sich da ja auch nicht mehr entwickeln. Das ist so. Genau, die Politik sorgt für eine Infrastruktur, in diesem Fall eine digitale Infrastruktur, und die Bevölkerung und die Wirtschaft macht dann was daraus. Und nicht die Politik sagt so, ja, das braucht ihr gar nicht. Nee, da sehen wir keinen Sinn drin. Ja. Ich glaube nicht, dass jemand diesen Zug benutzt, um von A nach B zu kommen. Man kann ja auch 10 Stunden hinlaufen. Selbst wir hätten gerne besseres Internet hier im Büro, aber gibt's nicht. Kommen wir zum nächsten Opfer. Julia Klöckner. Unsere. Das ist mal ein Name, den man aussprechen kann. Ministerin für Freiwilligkeit, die geht bei, setzt halt bei vielen Sachen darauf, dass die Wirtschaft freiwillig mitmacht. Ja. So Zuckerreduktion, da wird freiwillig mitgemacht. Ich meine, wäre ja schön, wenn sie bei Artikel 13 auch mehr auf Freiwilligkeit setzen würden, dass die Leute freiwillig aufhören, Urheberrechte zu verletzen. Aber Freiwilligkeit funktioniert nur bei den großen Konzernen, beim Verbraucher, da muss man. Auf jeden Fall, es ist so witzig. Ich habe es mir tatsächlich runtergeladen. Du hast es runtergeladen? Ja, ja. Es geht darum, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und das klingt ja erstmal auch ganz gut, weil ist super. Irgendwie 80 Kilo pro Kopf, irgendwie zwischen 70 und 80 Kilo verbraucht, so der Deutsche weg. Man kann auch sagen, insgesamt werden ein Drittel der Lebensmittel, die quasi produziert werden weggeschmissen. In Frankreich haben sie es zum Beispiel tatsächlich geschafft, da haben sie es ein bisschen reduziert, von 80 auf 20 Kilogramm pro Kopf oder so, weil da dürfen tatsächlich, ich glaube, Restaurants oder Einkaufszentren oder so dürfen ihre nicht verbrauchten Lebensmittel, dürfen sie halt spenden. Ist das nicht geil, damit Obdachlose was zu essen haben? Warum darf man das hier nicht? Ich lese jetzt vor die 10 goldene Regel, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Und das ist kein Scherz. Das ist die offizielle App von der Regierung jetzt quasi. Genau. Wie heißt sie? Weißt du? Beste Reste, und es ist so ein aufgeschnittener Apfel. Hm. Goldene Regeln. Einkaufszettel benutzen. Zeit nehmen. Packungsgröße beachten. Bewusst auswählen, richtig kühlen, gut lagern, Haltbarkeit beachten, regelmäßig kontrollieren, maßvoll bestellen. Und Regel 10 ist das Beste, um Reste zu verwerten, denn sie heißt Reste verwerten. Das ist kein Scherz. Das steht wirklich in dieser App. Und ich. Das ist so alles, was man ganz normal einfach so macht in einem Haushalt. Musst du dir eine App runterladen, nur um diese Liste zu kriegen? Ja, und die Rezepte da drin sind. Also es gibt gerade mal 675 Rezepte. Vergleichsweise auf Chefkoch hast du 300.000. Und ein Rezept ist halt. Oh, ein Rezept ist wirklich das beste Rezept. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen. 30 Sekunden Pizza. Das ist halt, du packst ein Toastbrot, packst halt was drauf und dann packst du Käse drauf und dann packst du 30 Sekunden in die Mikrowelle.
Wahnsinn, oder? Der Hammer! Das probiere ich gleich aus, wenn ich zu Hause bin. Der Verbraucher ist ja nicht mal das größte Problem in Deutschland. Ein Fünftel der Lebensmittelverschwendung kommt vom Verbraucher. Der größte Teil kommt von, ja, anderen Sachen. Also von Supermärkten oder von der Industrie und sowas. Deswegen ist, ja, cool. Diese App, die wird viel, viel machen. Ah. Es gibt vieles, wie ihr seht, worüber man sich hier aufregen kann. Deswegen gehen wir heute auch später noch auf die Straße. Sind das alles CDU-Menschen? Nee, das ist jetzt Andreas Scheuer, der einzige Mann, über den wir gerade reden. Das fand ich auch interessant. Ist CSU, aber es ist, gehört ja irgendwie ja, CDU, auch zusammen. CSU. Der ist halt einfach so lustig, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, mit den 100 Lungenärzten, die also ja gesagt haben, dass irgendwie irgendwelche Abgase von Autos ja gar nicht so schlimm sind. Er hat sich nämlich rausgestellt, das hat die Taz veröffentlicht, die haben sich komplett verrechnet. Um 1000? Ja. Also um 1000 Tausendfache habe ich gehört. Also auf jeden Fall massiv. Also Autoabgase können durchaus schaden. Ich hätte wirklich? Das gedacht. Ja, jetzt sagt er halt gar nichts mehr dazu. Und allgemein hat man bei diesem Andreas Scheuer so ein bisschen das Gefühl, allgemein bei der CDU, dass sie so das kleine Hündchen der Autoindustrie sind. Ich meine, es ist natürlich wichtig, unsere Autoindustrie ist, die bringen sehr viel Kohle rein. Und es ist ja, ne, da kann man ja auch mal sich mit denen zusammensetzen oder ne, mit denen reden, bevor man irgendwelche Gesetze beschließt. Zum Beispiel, wie man ja auch bei Artikel 13 ja auch mal mit so Leuten reden könnte und halt was Sinnvolles durchsetzen könnte, wo dann beide sagen, ja, das macht Sinn. Nein, wir reden nur mit der GEMA darüber. Aber die Autoindustrie, die ruht sich halt irgendwie drauf aus, dass sie halt irgendwie Marktführer ist und irgendwie bemerken die aber auch langsam, ja, Moment mal, in manchen Themen sind wir gar nicht mehr Marktführer. Da gibt es ja so ein paar Sachen, da ist selbst Google besser, die eigentlich gar keine Autos produzieren. Und manchmal kann ja auch die Politik sagen so, hey, Autoindustrie, wir machen jetzt so ein paar Gesetze, die euch in den Hintern treten, damit ihr mal euch verbessert. Ein bisschen verbessert, ja. Ein bisschen, weil Umweltschutz ist halt auch wichtig. Ist natürlich nicht leicht, aber irgendwie muss irgendwo man ja muss machen. Man anfangen. Aber ich sehe keine Verbesserung. Nee, ist auch alles freiwillig. Das ist das Schöne daran. Wir dürfen, keiner muss. Ah, ist doch toll. Nee, wir müssen. Die großen Firmen, die dürfen. Ah, genau, das meine ich ja. Genau. Und ich meine allgemein, es gibt halt viele Probleme, wo ich sagen würde, dass sie halt viel gerade junge Leute interessieren oder halt auch so mitteljunge Leute. Wir sind ja auch gar nicht mehr so jung. Nee, wir sind mittel. Aber wir haben noch ein paar Jährchen vor uns und vor allem, zum Beispiel bei uns ist ja so, wir kommen langsam im Alter um uns herum, kriegen alle Kinder und sowas. Und da sind halt so Themen wie zum Beispiel Mietpreise. Das verbessert sich ja auch nicht. Und du willst ja auch nicht in einer anderthalb Zimmerwohnung mit drei Kindern wohnen. Weil man das Einzige ist, was man sich leisten kann, ja. Genau. Wir haben ein Kinderarmutsproblem in Deutschland. Wir haben Rentenproblem. Also wir haben gar keine Hoffnung für Renten. So. Aber ich weiß zum Beispiel, meine Mom macht sich da auch große Sorgen. Nicht deine Mama. Ja. Ich mag deine Mama. Sorg für sie bitte. Ja, müssen wir ein bisschen mehr Klicks verdienen. Das. Habt ihr gehört? Schaut dieses Video oh, wir dreimal also Patreon an. Noch, dass wir dann irgendwie noch mehr Money reinkriegen, dass wir dann noch unsere Familie durchführen. Das sind die viel zu geizig für. Und das größte Problem der Bundesregierung bleibt immer noch Horst Seehofer. Der ist einfach nur da und meckert und macht alles schlimmer. Und man fragt sich so, warum nagt die CDU einfach nicht mal zur CSU? Nehmt euren Horst Seehofer, also euer Riesenproblem, wieder mal zurück in euer Bayern und lasst das da. Das war mal ein kleines Video zur CDU. Wahrscheinlich jetzt nicht das ausführlichste, krasseste. Es ist auch nicht das spannendste wahrscheinlich. Nee, wir sind ja jetzt auch nicht die krassen Politiker. Keine Angst, wir werden jetzt nicht andauernd über Politik reden. Nee, die CDU muss einfach mal in den Hintern getreten werden, damit sie einfach mal versteht, dass es auch junge Leute gibt. So, für die sie sich auch einsetzen muss. Man muss natürlich sagen, die SPD regiert ja auch. Ja. Die ist ja nicht ganz unschuldig dabei. Genau deswegen wollen wir auch noch einmal ganz kurz sehr detailliert drauf eingehen, was sie da so gemacht haben in der letzten Zeit. Das war's. Gut, dann können wir auch mit dem Video jetzt aufhören. Genau. Ihr seid uns los. Ja, nächstes Mal gibt's sowas wie 10 Probleme mit deiner Mutter oder irgendwie sowas. Um das auszugleichen, aber so richtig dumm hinterher. Ja, ja. Wird ja sich das alles wieder an die Waage legt. So, wir gehen jetzt auf eine Balanced. Wir gehen jetzt auf eine Demo. Und am 23.03. gibt's ja noch die richtige Demo. Also wer für Artikel gegen Artikel 13 ist, der kann dann in Berlin-Potsdamer Platz sein. Ansonsten werden wir verlinken, wo es in den anderen Städten ist, weil ich weiß es jetzt gerade nur für Berlin. Aber ja, wir machen da so einen Link oder sowas. Es ist deutschlandweit, ich glaube sogar europaweit. Und hey, junge Leute interessieren sich für Politik. Lass mal draufspucken. Ihr scheiß Bots.